Ja, grüßt euch zum neuen Video. Heute bauen wir hier diese Scheinwerfer an. Und habe ich schon hingeschraubt. So schaut das jetzt aus. Da schraubt man einfach die zwei auf, das zeige ich auf der anderen Seite wahrscheinlich nochmal. Und dann muss man die Stecker hinmachen, dann kann man das einstecken und zusammenbauen. Hier habe ich schon aufgemacht. Hier habe ich jetzt ein Kabel gefunden. Ich glaube, dass das das Richtige ist. Aber davor wollte ich erstmal die ganzen Sicherungen reinstecken und Release. Also sind vier Sicherungen dabei und zwei Release. Bauen wir mal einen Sitz vor. Da können wir da rein. Die Anleitung, die war da mit dabei. Ich weiß nicht, ob die original mit dabei ist. Ich denke mal schon. Dann stecken wir das mal da rein. Und das andere kommt drunter rein. Dasselbe normal. Und dann ist die ganze Reihe voll. Ja, ich habe jetzt hier die zwei Release-Reihe, die zwei, und habe die 15 Ampere Sicherung, die kommt da rein. Ist quer. Machen wir da drunter rein. Praktisch. Runterschmeißen ist ganz schlecht. Nochmal Glück gehabt. Die nehmen wir jetzt da rein. Und die andere kommt da drunter rein. Und dann muss man hier den Stecker da einbauen. Und da ist hier so ein dicker Stecker. Da ist der dran. Dann macht man diesen Deckel ab. Und dann muss man bei G und bei B diese Dinger rausziehen. Die gehen jetzt einfach raus. Schauen dann auch so aus. Zieht man raus und dann nimmt man hier seinen Schalter, legt mal die Anleitung auf Seiten habe ich hier dieses Ding rausgebaut, da tut man die jetzt hier durch, macht den richtig rum rein. Zack. Dann irgendwie so verlegen, dass das kein Kabel gewurschtelt ist. Dann Anleitung schauen, wo welche Farbe gehört. Also orange ist B und braun ist G. Orange B. Orange haben wir. B ist neben A. Muss mal schauen, wie um die Nähe kommen. Andersherum. Zack, hebt. Und braun kommt zu G. Irgendwie muss er Nähe. Dann andersrum wahrscheinlich. Passt.
Schauen wir mal, ob es funktioniert. Stecken wir mal O. So bleibt es jetzt hin oder schiebt es jetzt mit raus? Machen wir mal Licht an. Ich schalte jetzt mal um. Jetzt haben wir vorne Licht, jetzt haben wir oben Licht. Aber vorne trotzdem, oder? Jetzt ist oben Licht. Muss ich dann nochmal einrichten. Aber unten ist trotzdem Licht. Huh. Muss das so? Weiß ich nicht. Muss ich nochmal nachlesen. Schlimm war das jetzt eigentlich auch nicht, oder? Früh Licht hilft früh. Muss ich nochmal schauen, ob das so soll. Weil bei dem hier, der hat die A und da geht es unten aus und oben O. Und ich glaube, das muss auch unten ausgehen. Vielleicht geht das unten erst aus, wenn ich drüben hier den Scheinwerfer hinbaue. Machen wir mal aus, nicht, dass irgendein Relais noch durchbrennt, bis ich hier fertig bin. Gut, Licht aus. Dann machen wir hier diese Kappe drauf. Ich habe jetzt den hier weggeschraubt, der ist auf der anderen Seite drauf. Einfach die zwei Schrauben auf und den Stecker hier abstecken. Jetzt schrauben wir die mal auf. Da ist hier Kreuzschrauben. Und dann zwei. Schaue ich mal raus und dann hat. Dann kommt da so ein Halter drauf und dann können wir die Lampen oben drauf hocken. Am besten gleich einen Träger rausräumen, weil da ist ein bisschen Dreck drin. Dann habe ich jetzt hier diesen Halter, der ist dabei. Machen wir den Deckel hier raus. Nimmt man einen Scheinwerfer. Ich hocke mal da her. Schirpen hier das Kabel durch. Ja, ich habe jetzt hier die Lampe draufgeschraubt und jetzt haben wir hier diese vier Kabel, gelb, weiß, grau und schwarz und am Bullock haben dieselben, bloß da ist am Bullock haben wir hier den Dreier, der ist der Blinker, der war schon angesteckt, dann haben wir hier grau und gelb und lila und weiß. Brauche noch sauber machen, sonst geht dann wahrscheinlich nichts. Und hier in der Anleitung steht jetzt, was man wo reinstecken soll, dass das dann nicht passt. Da steht jetzt schwarzes I. I gehört in den schwarzen Stecker rein. Da habe ich hier einen schwarzen und weißen Stecker. Da ist oben so eine Nase. Wieder I, oder die Zapfen.
Genau. Und dann nimmt man jetzt hier schwarze. Legen wir uns am besten mal so hier, wie es da ist. Seht ihr das? Der schwarze kehrt jetzt da rein. Den schürft man so rein, dass er rein geht. Dann hört man das, merkt man, dass er eingerast ist und dann passt es. Daneben gehört F rein, F ist weiß. Schürft man den weißen daneben rein. Hat auch Klacks gemacht, dann macht man diesen Deckel. Und da ist über die Kabel drüber. Schiebt man hinten auf. Und dann ist. Zack, fertig. Jetzt haben wir den weißen, da kommt die Nase wieder nach oben. Dann ist G gelb. Gelb kommt auf der Seite rein. Und grau bleibt dann über, kommt auf die andere Seite rein. Dann haben wir hier wieder so Kappen. Die macht man auch wieder drüber. Und fertig. Jetzt schraube ich es wieder. Mache ich sauber, schraube ich hier, weil ich zwei Hände. Da hier oben ist der mit die drei. Der ist zusammengesteckt. Hier jetzt der schwarze und der schwarze. Nee, anders da passt das gar nicht. Also man kann jetzt nicht schwarz und weiß tauschen und das geht leider nicht. Weil die haben irgendwie andere Nasen, die Stecker, darum haben die auch verschiedene Farben. Genau, jetzt hat hier noch den weißen irgendwie reingedrückt. Also müsste jetzt funktionieren. Schalten wir mal Licht ein. Ist hier drüben zweite Stufe, das Licht an. Aha. Hier ist jetzt Standlicht O, hier unten A. Dann ist hier Normallicht O. Hier drüben A Standlicht. Schalten wir mal um. Jetzt ist hier Licht O, unten Standlicht, hier vorne ist auch Licht O und hier ist auch Licht und Standlicht O. Wenn wir jetzt Fernlicht, ist jetzt Fernlicht O. Fernlicht, etwas heller, unten ist wieder Standlicht, ganz normal. Hier vorne ist wahrscheinlich auch Fernlicht und da ist auf alle Fälle auch Fernlicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich unten bleiben darf. Weil soweit ich das weiß, ist bei dem das nicht. Schalten wir mal hier Licht an. Jetzt ist unten an. Jetzt schalte mal um. Geht unten aus und oben an. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Muss ich nochmal schauen. Irgendwas habe ich wahrscheinlich falsch zusammengebaut. Dass der das nicht umschaltet, sondern bloß umschaltet. Ja, ich frage dann nochmal, wenn die restlichen Teile kommen, den, was ich da falsch gemacht habe, oder ich schaue selber nochmal. Ja, es geht jetzt weiter am 6320. Da haben wir jetzt hier den Ballastträger jetzt weggeschraubt. Hier vorne. Wir haben ja gerade eben noch die Lampen hier geschraubt. Jetzt haben wir ein paar Tage später. Weil der kriegt hier Frontzapfen mit Fronthydraulik. Das war in der Kiste drin, wo man im letzten Video gesehen hat. Ich habe schon angefangen. Also Ballastträger ist gleich weg. Hier die vier Schrauben auf und den Lader wegheben.
dann ist weg. Dann schraubt man hier die Riemerscheiben runter, da unten. Dann kommt da die andere drauf, die jetzt schon drauf ist. Und dieser Puffer-Ding, den bin ich gerade noch dabei am Ozean. Den Motor kann man da hinten blockieren. Der macht mir Dieselfilter raus und dann kommt man da hinten, ist ein Loch. Da steckt jetzt gerade Eisen drin. Da ist der Zahnkranz, da kann man was reinschieben. Und dann dreht sich der Motor nicht mehr. Also jetzt kann man da dran, wie man mag, und dann dreht sich immer mit. Genau, jetzt ziehe ich den hier von hier vorne aus fest, mit drei Verlängerungen. Das muss man so reinschrauben, ist mir gesagt worden, weil sonst kann man den in der Mitte nicht gescheit festziehen, wenn man erst den Gummiring oder den Dämpfer da festschraubt. Genau hier unten, unter die Batterie-Ding, habe ich noch untere geschrieben, nee. Da mache ich noch zweite, nee. Dass der, weil er wegkommt, der, das Blech, weil sonst geht es da oben mit der Zapfen. Genau. Oben am Bulldog ist schon das Eck gestellt. Ich habe hier eine Anleitung wieder gedrückt. Ohne extra fürs Fronthydraulik und ohne für Zapfen. Da steht alles drin, wie man es machen muss. Das ist da mit dabei. Da steht der Ballastträger abbauen, Auflagefläche, Vorderachsbock, Riemenscheibe entlacken. Was? Keine Ahnung, Batterie ausbauen, die Scheiben da unten liegen. Dann hier die Scheiben da entfernen, weil wir nicht diesen PowerTech 2V haben, sondern den hier. Die Scheiben weg, das da entlacken, da ist eine Farbe oben. Oder mit Schleifer, wie ein bisschen umschleifen. Genau, hier unten das Ausschneiden brauchen wir auch nicht, weil wir keinen Sechszylinder nicht haben. Leider. Dann da steht jetzt, dass wir das erste hinschrauben sollen. Der, wo es mir braucht, hat ja geschrieben, hat mir gesagt, wir sollen, habe erst, oder hat mir der Käufer, der mir erst die Lärmerscheiben einbaut und dann jetzt die Gummischeiben. Das ist der Landtechnikvertrieb Kamm aus Weißenburg. Von dem habe ich die gekauft. Und der war gestern da, da haben wir kurz die Lärmerscheiben eingebaut und haben mir alles erklärt, wie das geht, und er hat da oben im Computer, an der Armatur vom Bulldog, da kann man ja an die Programmierung der Nägel, da hat er alles eingestellt, was man einschalten muss, das steht hier alles drin, da kenne ich mich nicht so gut aus, hätte ich schon auch hingekriegt, aber da muss man dann ewig rumsuchen, wenn er schon da soll, ist noch eingeben. Genau. Schalter habe ich auch schon eingebaut. Hier oben. Der ist für Frontzapfen. Der ist hier unten einfach ein Gegenstück und dann schraubt man hier noch das Kabel dran. Das da. Das steckt man hier ein, der andere war schon da. Und dann ist da noch ein Massepunkt. Hier unten schraubt man noch fest. Ist auch noch ein Kabel dran. Wie sollte das funktionieren? Genau. Mehr ist jetzt noch nicht gemacht. Man muss auch anfangen mit der Zapfen, weil sonst kriegt man Zapfen dann nicht mehr rein, wenn Frontdrive davor ist. Ich schraube jetzt hier die noch fest. Dann habe ich hier schon die Frontzapfen, diese Verlängerung da hingeschraubt, nimmt sie auf oder das Akku schon da? 4%. Okay, schnell machen. Habe ich das hier schon hingeschraubt mit den 4 Schrauben, habe ich auch Schraubensicherung hier. Die ist damit dabei gewesen. Ob da Öl drin ist, muss ich noch schauen, weil jetzt geht es ein bisschen leichter zum Schauen. Wenn nicht, müssen wir dann auch noch eins einfüllen, wenn es droh ist. Genau, man kann hier. Man kann die hier auseinanderziehen und wieder zusammen. Da haben wir irgendwo Pfeile drauf, damit die gleich zusammenkommen. Da.
Er hat mir gesagt, ich soll das so einbauen, soll ich da vorne am Ballastträger was durchstecken, dass es dann aufschieben kann und dann einfach festschrauben. Die schraubt man hinten in das Gummi, in den Torsionsdämpfer oder nein. Traben halt so lange rum, bis da überall einer drin ist. Und dann ist Zapfeln schon fertig. Also Zapfeln ist, glaube ich, das Einfachere zum Hinmachen. Ich habe das Ganze drum, also Zapfeln, Fronthydraulik, also alles was in der Kiste ist, samt Kisten, wiegt 340 Kilo. Habe ich mich nicht gewogen auf dem Mischwagen. Genau. Und da ist auch alles dabei. Hier ist noch der Kabelbaum für Frontzapfeln, der wird dann da angesteckt. Sage ich dann halt. Und die Seite wird dann am Bullock angesteckt. Das auf der linken Seite vom Fahrer aus ist da schon der Stecker drin. Also ist eigentlich alles drin soweit. Hier müsste der irgendwo rumliegen. Sage ich dann, wenn ich es anstecke. Ich glaube, am gescheitsten. Ich brauche jetzt erstmal einen Akku. Und dann kommt schon Frontzapfen hier hin. Da schiebe ich da zwei Stangen rein. Sowas ungefähr, ein bisschen dicker. Dann schiebe ich die dann auf. Schau, dass ich es innen E-Fadel kriege. Da habe ich hier schon losgeschraubt, den Batteriekasten, dann hier ein bisschen aufgekommen, Holz untergelegt. Weil sonst geht der in der Mitte nicht durch, bei der Vorderachse da durch. Ja, ich bin jetzt ein bisschen weiter mit der Fronthydraulik. Die ist jetzt schon droh, die ist irgendwie ratzfatz gegangen. Auf alle Fälle die Zapfen wird dann näher gesteckt mit der Wellen. Und hier an die vier Schrauben festgeschraubt, wo die oder Ballastträger festgeschraubt war mit kürzeren. Öl ist da schon drin gewesen. Kann man hier vorne schauen, wenn es da rausläuft, dann ist genug drin. Genau, dann habe ich hier drinnen, das ist ja die Wellen, wo von vorne kommt. Die da, hier mit dem Gummiding verschraubt. Können wir hier in der Schraube vier Schrauben rein und dann festzogen. Genau. Da muss man hinten wieder dran haben, den Zahnkranz, bis dass das überall passt. Dann habe ich hier drüben die zwei Schrauben raus und die zwei. Die Scheiben hier dazwischen, dann so Abstandshalter, die dazwischen, dann die festgeschraubt wieder. Weil man darf bloß Ohrseiten losschrauben, weil sonst fliegt irgendwie die Achse raus oder irgendwas fällt dann davor. Und dann hier drüben, die habe ich dann leicht hier da, oder habe ich auch rausgeschraubt, dann die Platten hier noch nicht festgezogen, weil dann habe ich hier vorne den Bock dazwischen rein. Der wird hier zweimal festgeschraubt, mit derer und derer. Dann so Buchsen haben da drin, die wollen das zusammenhalten. Genau, dann ist das drauf. Dann unten wird einfach die Stange durchgeschoben da. Und hier Bolzen durch, ist eigentlich auch ganz einfach. Dann ist das Schwale drum drauf. Die da sowieso bloß die zwei Bolzen. Der Schutz wird hier mit den zwei Schrauben da festgeschraubt. Und der wird bloß aufgesteckt. Da muss noch Fett aufzapfen. Die Bolzen habe ich noch nicht da. Entweder da oder da soll noch ein Steuergerät her. Da kommt eine Lichtsteckdose her, muss ich auch noch legen. Ja, das sind die Bolzen für Hydraulikzylinder. Die werden einfach reingeschoben und festgeschraubt. Hier die Halter für das Mähwerk, für die Ketten. Das hat der andere noch nicht. Haben wir da jetzt auch mit dazu gekauft. Mal schauen, ob das hinhaut so. Aber der andere hat hier einfach dann einen längeren Bolzen drin, dann kann man die da hängen. Ja, probieren wir mal, ob die besser haben. Hier ist der Umschaltding drauf. Da muss dann, glaube ich, gibt es einen Aufkleber da, glaube ich, was man da umschalten muss. Genau da ist hier die Zylinder hingeschraubt und die wird jetzt einfach nach hinten gelegt und hinten einfach mal eingesteckt am Steuergerät. Ich mähe die dann gern über die uns jetzt eingesteckt, dass nicht so schön wie der Pflug um ist. Die liegen jetzt einfach durch. Ich mähe die dann hier am Frontladersteuergerät, das ist hier unten. Hier einfach ein T-Stück dazwischen, das ist noch nicht da. Und dann einfach da vorgehe. Und das Steuergerät, wo ich vorne habe, ich weiß nicht, ob ich da weggehe oder ob ich da
von hinten dann hergehe, das weiß ich nicht. Noch nicht. Genau. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Die ist ein Ohrendoktro, also so 8-9 Stunden ist die so hingeschraubt, wie es jetzt ist. Klar kann man so Kleinigkeiten wie halt Steckdose und Steigerät noch. Aber sonst ist es ja schon droh. Und wenn die Unterlenker ganz aufkommen, dann geht der Motor nicht auf. Das ist ein bisschen blöd, aber gut. Ist halt nicht, müssen wir es halt ein bisschen runterlassen, ist ja gleich mal. Und was auch nicht sein darf, dass der Oberlenker drin ist und der Frontlader runterkommt, weil die haben sie nicht so gern. Weil die kann man ja hier reinstellen, dann schaut er hier so nach oben. Und da hat der Frontlader nicht so viel Lust drauf. Aber Oberlenker braucht man nicht, wenn der Frontlader drauf ist. Gerade wenn ich am Flug noch ein bisschen einölen, dann stelle ich ihn zur Oma rein und alte Hofstelle. Und dann hängen wir mal vorne was an. Vielleicht einmal das Mähwerk. Dann können wir mal schauen, ob Zapfen auch richtig Kraft hat und alles. Dann kann ich die Schrauben gleich nochmal nachziehen. Das machen wir mal. So, der Flug ist abgehängt, habe ich dann eingestellt. Da habe ich das Tor zugeschoben. Genau. Hier steht das Wasserfassel für die Weide. Das holen wir jetzt dann auch schon bald, wenn die ersten Kolmen rauskommen. Hinterm Hof haben wir unsere Weide. Da kommt dann das Fassel hier. Da füllen wir dann immer Wasser auf. Und dann können wir es da hinten, das ist ja ein Trinkbecken drauf, können wir es dann raussaufen. Hier vorne in der Halle, da haben die ganzen Hackschnitzel drin und Ladewagen. Genau, für den Ofen dann. Ja, ich habe hier vorne mal einen Frontlader weggemacht und habe mal das Mähwerk angehängt. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob Zapfen geht oder ob es nicht geht. Da habe ich hier drüben den Knopf eingebaut. Hier leicht schon mal die Lampen. Und man hat gemerkt, der ist eingeschaltet. Ne? Ja, ich ziehe jetzt dann gleich nochmal die ganzen Schrauben nach für Zapfen, Fronthydraulik, alles nochmal nachziehen gleich nochmal. Und dann hoffe ich, dass das alles fest ist. Ja, ich hole jetzt noch nicht gescheit Anhänger, ich schalte mal wieder aus, dann können wir kurz absteigen. Ja, hier den Anschluss fällt auch noch, ist mir gerade eingefallen. Der ist ja hier für die zum Mähwerk selber aufheben. Den hat er auch noch nicht, da muss man auch noch was herbauen. Genau, Steckdose brauchen wir noch. Und das hier an die Halter. Die haben beim 6810 immer so rum reingekommen und dann da zum Bolzen her. Ich baue das mal andersrum ey, und schaue, ob das auch geht. Stopp, Denkfehler. Andersrum halt ist. Na, andersrum geht gar nicht. Gar nicht andersrum, der bastelt unten den Bolzen ey. Aber ich habe gesehen, das Ketten geht hier mitten drin basteln ey. Hier oder da. Also der hat schon mal gehen. Jetzt ist der Bolzen gerade drin, jetzt kann ich gerade anhängen die Ketten. Aber ist eh wurscht, ich hänge das jetzt eh wieder ab.
Ja, das Nervige ist eh zu groß für den Bulldog. Da sieht der andere schon immer hart mit dem Mann. Wenn dann das hintere noch roh ist, dann wird das schon schwer. Aber falls der andere mal irgendwie nicht mag, kann man mit denen dann auch machen. Genau. Wir haben noch so ein kleines uraltes Trommelmehrwerk, mit dem wir die Felder in der Mann. Das schafft der Bulldog auf alle Fälle. Ja, ich stelle es wieder näher. Und dann war es das auch für das Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und dann pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.